Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich hier so einen dicken Dämon umnieten musste. Ich dachte, das wäre da unten in dem Keller gewesen. Oder was auch immer das da unten eigentlich ist. Aber scheinbar war das wohl nicht das. Und ich denke mal, davor hat mich der eine Typ gewarnt gehabt, wa? Glaube ich zumindest. Das quasi, hey, ich benutze jetzt den Aufzug und lande dann irgendwo, wo irgendein Viech auf mich wartet, was mich umbringt. Wo ist denn hier hin? Ah. Ja, das ist ja toll. Ich bin mal schön im Kreis am Latschen gewesen. Wo zum Geier ging es denn nochmal von hier weg? Vor allen Dingen, ich meine, dass hier irgendwo noch irgendwelche Gegner auf mich lauern werden. Oder ist jetzt der olle, dicke Dämon jetzt der einzige gewesen, der mich hier angreifen würde? Ne, da hängt was an der Decke. Kannst du mal runter... Wild, ne, komm, hier. Dann brenne ich dich einfach halt von der Decke. Ciao. Schon wieder so ein Köderschädel. Wer braucht denn sowas? Hier ist definitiv ein Gegner. Da, was habe ich gesagt? Ein Gegner? Warum hat der mich nicht angegriffen? Warum? Ich stand doch direkt bei dem auch, oder nicht? Warum hat der mich nicht angegriffen? Vor allen Dingen, warum zum Geier sind die hier eigentlich alle so... Ich mach's mal ein bisschen anders. Warum zum Geier sind die hier alle so wurzelig? Ist das wegen dem komischen Baum, der da hinten ist? Ich wäre fast wieder in den Abgrund gestürzt, weil ich ausgewichen bin. Oder weswegen ist das? Ist das ein Mimik? Das ist doch ein Mimik, oder? Okay, kein Mimik. Aber ein Hinterhalt! Das ist wahrscheinlich gerade der ineffektivste Hinterhalt ever. Was ein Hinterhalt! Menschliches Harz. Was war das denn nun mal? War das irgendwas zum Dingensbummens? Zum Infusionieren oder so? Ach, wobei, warum gucke ich nicht einfach nach? Da ist es doch. Fügt Waffe der rechten Hand dunkel hinzu. Ach so, sowas. So ein temporären Buff. Ich glaube, ich lasse die beiden erstmal. Okay, da gibt es keinen Weg. Gut, dann lasse ich die beiden wohl doch nicht alleine. Ey, zwischen euch beiden geht's echt verdammt heiß her. Das macht ja sehr viel Schaden. Schön, dass die andere vor allen Dingen einfach stur geradeaus weiterguckt. Die macht ja gar nichts. Oh, verdammt. Nee. Umarm doch deine Freundin da hinten. Wobei, anscheinend wie die ja mit dir gar nichts mehr zu tun haben, sonst würde die ja nicht einfach stur weiter in eine Ecke gucken. Wie ging das hier nochmal? Ich mach einfach mal das. Okay, das war's nicht. Musste ich einfach nur die R1-Taste drücken, beziehungsweise, was ist das hier? RB, um den Hinterhalt auszuführen. Das ist nicht wie im Bloodborne, wo ich eine Taste gedrückt halten musste, oder? Wobei, war das da eine Taste gedrückt halten?
Ach ja, doch. Eine Taste gedrückt halten, damit ich dann den Angriff ausführe, so einen schweren, und dann gleichzeitig aber auch so einen Hinterhalt? So ein Ausweiten oder was auch immer das gewesen war? Oder wie war das nochmal gewesen? Ich bin mir nicht mehr so sicher. War aber, fand ich, da irgendwie ein bisschen einfacher. Ich wollte nicht ausweichen. Flintstring, was macht der denn? Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Körperliche Angriffe auf wen? Krieg ich dann mehr Schaden oder mache ich mehr Schaden? Ich glaube, ich kriege dann mehr Schaden, denke ich mir mal. Ja, doch, müsste eigentlich sein. Quasi, hey, du hast einen positiven Effekt, aber gleichzeitig auch einen negativen. Ach, hier kann ich runter, oder was? Scheint so. Heimatknochen, ja. Nice, dass ich den jetzt auch bekomme. Ich wollte mich ja fast schon wegporten, weil ich hier keinen Weg rausgefunden habe aus der Gegend. Ist da ein Treppenhaus? Not really. Aber hier gibt es so ein paar Holzplanken, an denen ich drauf springen könnte, theoretisch. Ich habe theoretisch gesagt. So hätte das eigentlich aussehen sollen. Was war denn hier? Okay, Klamotten. Der Ring machte, glaube ich, dass ich mehr Ausdauer habe, oder? Ausdauerregeneration, verstärkt Pyromantie. Ich nehme das hier raus und hau das rein. Und wenn ich schon dabei bin, tue ich mal ein paar andere Klamotten anziehen. Oh, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Der Helm passt zwar jetzt überhaupt nicht, aber sieht doch nicht schlecht aus. Naja, wobei, die Arme sind so krass aufgeplustert irgendwie, aber naja, weitestgehend sieht's eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Liegen hier noch irgendwelche... Okay, da nicht. Liegen hier noch irgendwo irgendwelche Items herum, die ich plündern kann? Scheinbar wohl nicht. Gut, dann darf ich wohl jetzt den Boss umklatschen, wa? Hi, wie geht's denn so? Mhm, toller Angriff. Ich bin mal weg, ja. Ich hab gesagt, ich bin mal weg. Oh, danke. Ich die ganzen Gegner jetzt umnieten, damit ich den Boss angreifen kann? Hey. Ah, nee. Jetzt ist er da. Ich glaube, ich musste einfach nur in die Nähe von ihnen. Die Idiotenarmee ist zum größten Teil weg. Hi, guck mal, Wurzeln. Ich habe Wurzeln gefunden. Ja, danke, danke. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie dieser verdammte Boss eigentlich nochmal ging. Ich weiß nur, dass ich hier die komischen Dinger da an seinen Körper kaputt machen muss. Das war noch keins von denen. Ach so, ich glaube, die haben eine Reihenfolge, wa? Und die Gegner hier spawnten unendlich. Ja, stimmt. Den Boss jetzt umzuklatschen ohne Gesundheit ist echt nicht toll. Ja, super! Du und deine verdammten Quanten!
Warum habe ich keinen Angriff gemacht? Gut, Versuch Nummer 2. Ich glaube, ich musste wohl einfach nur nah genug an ihn rankommen, damit er dann anfängt anzugreifen, richtig? Ah ja. Genau das war's. Greif mal an und hau deine ganzen Kollegen weg. Oh ja, den roten will ich aber weghaben. Oh, was macht der jetzt, der Dicke? Sag mal! Wieso so sportlich auf einmal? Die sind schon weg gewesen, ups. Wenigstens keinen Schaden bekommen. Oder wenn nur minimal. Die ging noch nicht? Also dann erst in der Mitte. Ah, verdammt, ja, okay, hier kann ich nicht drinstehen, weil er da seine komische Suppe da gerade hat. Ach, da am Ellbogen hat er auch noch so ein scheiß Ding. Danke. Ach ja, jetzt falle ich ja runter. War zum Glück nicht gestorben. Das ist nämlich auch schon mal passiert. Bin runtergefallen und gestorben. Meins? Meins? Was sind denn noch mehr von diesen komischen Eiern? Da ist einer am Ellbogen, aber der ist so scheiße zu erreichen irgendwie. Am Rücken sind die endlich frei. Ah, jetzt macht er schon wieder seine dämliche Pampe. Ach, warte mal. Anzünden. Kann ich den anzünden? Ist aber nicht gerade sehr viel Schaden. Hat aber gereicht. Ach, da am Bein. Hallo, Arm. Ach, du hast auch Schaden gekriegt. Okay. Jetzt mach doch mal eben schöne Pirouette. Das ist echt schön. Oh, hi. Hallo, wie geht's denn so? Lässt du mich am Leben? Danke, 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 danke. Danke, dass du mich am Leben gelassen hast, sodass du sterben konntest. Ist da jetzt ein NPC? Ich glaube ja. Ah. Nee, der taucht erst später auf. Der ist aber nicht wirklich weiter wichtig. Der hat jetzt höchstens ein NPC, um dann hier Dingensbums hier. Wie heißt das hier nochmal? Die Wahnsinnigen oder so? Ich glaube, im Englischen war das irgendwas mit Mountmaker oder so?
auf jeden Fall quasi den Eid, wo ich dann im PvP eigentlich alles und jeden angreifen kann. Oder nicht unbedingt alles, aber quasi, ich kann Verbündeter sein oder Gegner. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Weiter war hier, glaube ich, aber nichts. Dann kann ich wieder irgendwo anders hin. Wo zum Geier muss ich denn jetzt hin? Ich weiß nicht mehr so genau, wo ich jetzt gerade hin musste. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück zum Schrein, damit ich meine Punkte verteilen kann. Und denke mal, ich mache an dieser Stelle auch Schluss. Und ja, würde dann mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich dann irgendwo dann wieder woanders bin. Ich schätze mal, ich werde wohl einen beim Sumpf finden müssen, ne? Da, wo die Abisswirtschaft sind. Ah, na dann latsche ich wahrscheinlich wohl dahin. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Boi, boi.